maltischtennis.de zu Gast bei der WM in Rotterdam. Vor der Kamera Ruven Filus. Ruven, deine erste Weltmeisterschaft, für dich was Besonderes? Ja, auf jeden Fall was ganz Besonderes. Ich war zum ersten Mal dabei, war lange Zeit nicht klar, dass ich hier mitspielen darf. Und von daher habe ich mich wirklich gefreut, jetzt hier dabei sein zu dürfen. Habe sehr gut gespielt, jetzt gutes Tischtennis gezeigt. War auf jeden Fall sehr toll und was ganz Besonderes für mich. Erste Runde, wie bist du reingegangen gegen so einen Routinier? Gut, gegen den Korbel habe ich ja schon in EM in Stuttgart gewonnen gehabt. Habe in der Bundesliga beide Male sehr gut gegen ihn gespielt. Also wusste ich auch, dass ich wirklich gute Chancen habe, gegen ihn zu gewinnen. Dass es ein offenes Spiel ist. Bin da reingegangen wirklich auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich will das gewinnen. Habe dann sehr aggressiv gespielt. Habe am Anfang recht schwer getan. Waren sehr enge Sätze dabei. War dann ein bisschen glücklich, dass ich die gewonnen hatte. Wurde dann immer besser und dann denke ich auch verdient gewonnen. In der zweiten Runde waren die Vorzeichen ja sicherlich ein bisschen anders. Wie geht man in so ein Spiel? Okay, man versucht einfach sein bestes Tischtennis zu zeigen. Gegen Wang Nijin spielt man auch nicht alle Tage. Habe auch noch nie vorher gegen ihren Top-Chinesen gespielt gehabt. Von daher wusste ich auch nicht, wie es laufen wird. Habe halt nur gehofft, dass ich nicht zu häufig den Ball sammeln gehe. Aber ich glaube, davon war ich diesmal jetzt ganz weit entfernt und habe wirklich gezeigt, dass ich mitspielen kann. Bei dem Chinesen habe viele Satzbälle gehabt, konnte davon leider keinen nutzen, sodass im Endeffekt doch das 0-4 steht. Das fand ich jetzt ein bisschen schade, aber ich habe gezeigt, dass ich jetzt richtig gut spielen kann. Ich glaube, für Zuschauer war es ein tolles Spiel gewesen zum Anschauen. Wie gesagt, schade. Ein Satz wäre verdient gewesen, glaube ich. Wie muss man sich jetzt die nächsten Tage vorstellen? Ist Party angesagt oder wird trainiert oder ist es eine Kombination? Party wird jetzt nicht besonders gemacht. Ist ja noch jetzt Donnerstag, Mitte der Woche, so dass ich jetzt erstmal morgen wieder nach Hause fahre zu meiner Freundin, da 3-4 Tage ruhige Tage mache und dann ab nächster Woche geht schon wieder die Vorbereitung für das Playoff-Finale mit Ochsenhausen weiter und da wollen wir dann auch versuchen, gegen Düsseldorf anzugreifen. Letzte Frage, maltischtennis.de, sagt dir das was und wenn ja, hast du dazu eine eigene Meinung? Ja, maltischtennis, wie gesagt, jetzt seit einem halben Jahr dabei, hat viele Online-Nutzer schon. Ich finde es eine große Klasse, was da aufgebaut wird. Ich selber nutze es auch und finde es einfach große Klasse. Ruven, vielen Dank für die offenen Worte und weiter viel Erfolg und viel Spaß. Danke dir. Bitte, danke.